Bestellst du bei den Bayern ein Trikot von Manuel Neuer im Fanshop, kriegst du wahrscheinlich... Nochmal. Bestellst du bei den Bayern im Fanshop Trikot von Manuel Neuer, kriegst du eins, das ist beflockt mit Oli Kahn. Der hat jedenfalls nur Eier in der Hose, der Typ. Oli Kahn wäre in der jetzigen Situation, hätte er mit Minus... Ja, und der Nagelsmann verkackt das Ding gegen Gladbach. Ist ja logisch, wenn den Ibrahimovic auch komplett auf der Bank lässt, ne? Der Nagelsmann hat jetzt dieselben Probleme wie ich. Ich habe auch immer nur 8 Spieler, die im Stamm sind. Ohne Besserung auf Aussicht. Umgekehrt. Ohne Besserung auf Aussicht. Alter, was ist hier eigentlich los? Ja. Und der Haaland, ey, beim BVB, beleidigt der den Hinteregger, ey. You're a fucking idiot. Dann macht er doch jedenfalls auf Norwegisch, ey. Da heißt es, du, Herr Fan, ihr Idiot. Das klingt so, als hätte er eine Rüstung. Ja, genau. Zum Kotzen, ey. Wie heißt das? Tu er en Jafala Idiot. Patrick, nur weil du jetzt eine Apple Watch hast und am Tag so 2 Ringe schließt, hast du so lang. Ja, und in Wolfsburg gibt es eine neue Bewerbung für einen Politiker. Ja, sicher, der Kohfeldt. Sagt ja noch 2021 am Ende, wir können uns auf einen nochmal. Fuck. Ja, und in Wolfsburg gibt es eine neue Politikerbewerbung. Ja, sicher. Hier, Trainer Kohfeldt, der hat doch 2021 noch gesagt, im neuen Jahr sehen wir einen ganz anderen VfL Wolfsburg. In der Bundesliga 6 Niederlagen in Folge. Fahr doch los! Mann! Arsch! Nochmal. Jetzt habe ich vergessen. Geil. Nochmal, also. Hermann, du spielst heute einfach märchenhaft. Hm? Genau wie bei dem Märchen. Ja, und bei der Hertha wird taktisch zu letzten Mitteln gegriffen. Ne? Freistoß Köln, ne? Da haben wir die kompletten Spieler auf die eigene Torlinie gestellt. Wenn du jetzt anfängst, die Berliner Mauer wieder zu errichten, dann weißt du, die Verzweiflung ist ganz schön groß. Doll. Heute ist aber heute bei jedem Take einfach ein Versprecher. Das ist schön. Outtakes länger als der ganze. Ja, und der Baumgart, der kommt am Wochenende nur noch ins Stadion, um Trikots zu tauschen, ne? Statt Punkte einzusammeln. Ne, nochmal. Ja, und der Baumgart geht am Wochenende nur noch ins Stadion, um Trikots zu sammeln, ne? Statt Punkte. Hat er was gestöhnt? War das eine Möwe oder was? Du Sau! Ja. Oh, nochmal. Ja, danke, die Wildgänse, ey. Knack, 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 knack! Alter. Ach, Scheiße, nicht mehr Druck auf der Blase, als trotzdem in der Nase, ey. Nicht mehr, ja, der BVB. Ne? Und denk immer dran, Michael Zorc. Je mehr Druck du machst, ne? HP macht Drucker. Ja, und in Gladbach, da warten auch alle auf den Sommer, ne? Obwohl der gegen Leverkusen 2-mal da war. Der 2-11er und... Nochmal, scheiße. Oh, Entschuldigung. Das ist seit Jahren die Strategie der Bayern, jedenfalls bei Heimspielen. Ne? Das heißt, wenn die Allianz... Ja, müssen wir wahrscheinlich ansetzen, ne? Eins steht auf jeden Fall fest, ne? Der Hütter wird aus den 11 Fohlen, macht er keine Rennpferde mehr. Nochmal. Mein Deutsch, Leute. Und der riecht scheiße und den kriegst du richtig schnell. Scheiße, scheiße. Ja, und der Hütter ist mittlerweile im Image. Nochmal. Was ist ein nackter... Moment, nochmal. Magda Ritter, danke, ey. Was ist... Doch, war doch richtig. Läuft. Ja, und Katsuyoshi Miyu. Scheiße. Ja, Katsuyoshi Miyara, das ist der älteste Profifußballer mit 54 Jahren. Sagt er in einem Interview, ja, ich will auch noch in der Erz. Nochmal? Ja. Ja, Katsuyoshi. Naja, Outtakes sind fertig. Scheiße, da, wie heißt er denn jetzt? Katsi. Katsi und Maus. Katsi. Scheißdreck. Katsuyoshi Miura. Ach, Katsuyoshi. Ich bin der kleine grüne Kaki. Ich bin der kleine grüne Kaki. Werd Maskottchen in Kakta. Maskottchen in Kakta. Werd Maskottchen in Kakta. Werd Maskottchen in Kakta. Schalala, schalala, schalala. Schalala. Schalala, schalala.
Schalala, schalala. Schalala, schalala. Ja, Manuel Neuer hat jetzt für ein paar Wochen Engagement beim Zirkus Charles Knie. Oh, gute Besserung, Jung. Ne? Was ein Zirkus, ey. Ich habe meine gute Ruhe. Meiner Frau war ich mal im Zirkus, ne? Die war ich richtig sauer. Weil die habe ich beim Clown erwischt. Die. Volker Struß. Wenn du den fragst, wie viel Glühbirnen brauchst du, um einen Berater zu wechseln? Das war andersrum. Christian, weißt du, warum bei. Christian, weißt du, warum RTL dich nicht bei Let's Dance mitmachen lässt? Weil mit deiner Teilnahme. Nochmal. Ja, und für die Spannung in der Bundesliga will die Donata was einführen? Playoffs. Ja, bin ich weit gekommen. Das ist eigentlich ein Part von einer Minute, aber ich bin echt weit gekommen. 10 Sekunden, super. Boah, sag mal. Andi! Danke für dein Herd! Sag mal, das hat doch die Farbe von der. Wir haben doch für deine Tochter das Kinderzimmer gestrichen, ne? Naja. Boah. Stefan, bei deiner Trefferquote, bitte! Nochmal. Hermann, solange du denkst, ne? Das. Das hab ich vergessen. Wie hört's nicht, dass, wenn der Ding. Ja. Wir sind Bibi und Tina auf Sabrina und. Nee, was scheiße, wie geht der? Wir sind Bibi und. Die Hühner da. Was ist rausgefallen? Ach. Na, die Hühner, ey. Kein Bock mehr. Hier sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Das hört sich auch noch wie ein Frauenporno, ey. Andi, weißt du noch? Genau vor 5 Jahren. Patrick, kommst du mit den Öffentlichen noch mal zu spät? Gehst dann in der Kabine, stellst dich hin und zweimal Elfer, zweimal Hand. Hatte beim HSV auch eine lange, ja. Das habe ich jetzt hier auch probiert, das lief so semi, auch weil viele Farben blind sind. Und Scheiße. Stellt sich auf. Ja, guten Morgen. Hier, HSV-Torhüter. Top. Oder wie die österreichischen Fans sagen, früher war es Sven Ulreich und heuer Fernandes. Der hat. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hatte Karten für die Hochzeit des Figaros und kam's zu. Boah, heute ist aber auch echt. Dann googelst du auch mal bei Wisch Stürmer. Denkst Chris an. Ich lass mein Moped behalten. Nochmal. Scheiße, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Hier mit dem Trainer. Leichter Drehverschluss. Leichter Winddreh. Sag mal! Noch ein Satz und dann kommt noch ein Anbrüher, wie man den kennt. Den Uwe Anbrüher. Es ist auch so, ich mach mal wie Franz Beckenbauer, ich mach Werbung für eine Suppe. Der Uwe Anbrüher. Ja, ne. Sag mal. Kommst du noch mal eine Verkehrskontrolle und wirst gefragt, haben sie was getrunken? Und du sagst, ja, 10 Jägermeister, Herr Polizei. Ganz ehrlich, ich frage mich, wer hat gesoffen? Oh, ist es schlimm oder müssen wir wegen? Ja. Nö, also das funktioniert. 7 Tier. Frühstücken Sie wie bei. Und da war der Dennis erst ein bisschen verwirrt, hat dann aber zur Sicherheit. Steh auf da jetzt, bis unser Mannschaftsarzt auf dem Platz geraufen. Ja, der rauft auf dem Platz. Männer, komm mal runter, helfen fürs nächste Auswärtsfahrt. Wer kennt's nicht?